Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video und dem ersten Video, was ich jetzt 2019 drehe. Ich habe schon eins hochgeladen, das habe ich aber noch im letzten Jahr gedreht, haha. Deswegen erstmal frohes neues Jahr. Und zwar hattet ihr heute die Möglichkeit, mir Fragen zu meiner Schwangerschaft zu stellen. Und da kommen wir auch direkt schon ins Thema rein. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Annie, ich bin 27 Jahre alt und ich bin gerade mit meinem zweiten Kind schwanger. Und wie gesagt, ihr hattet die Möglichkeit auf Instagram mir Fragen zum Thema zu stellen und die würde ich jetzt gerne beantworten. Ich würde jetzt direkt mal mein Phone zücken und mir die Fragen anschauen. Also ich habe mir die natürlich schon angeschaut, ne? Aber mir Fragen raussuchen und die dann nach und nach beantworten. Viel Spaß beim Video. Okay, ich habe gesehen, es sind echt ganz schön viele Fragen. Da habe ich gar nicht mit gerechnet, mit dieser Flut. Vieles wiederholt sich natürlich. Ich werde einfach jetzt oben anfangen und mir so ein paar Fragen rauspicken und die beantworten. Ich fange direkt mal an, fragt die liebe Bea. Geht es dir besser? Ich wünsche euch nur das Beste für euer zweites Wunder. Dankeschön für die lieben Grüße. Ob es mir ein bisschen besser geht, damit meint sie wahrscheinlich meine Hyperemesis, unter der ich immer noch leide. Es geht mir tatsächlich ein kleines bisschen besser, aber auch nur phasenweise. Also ich weiß heute nicht, wie es morgen ist. Ich weiß auch nicht, wie die Nacht läuft. Und ich weiß auch nicht, wie es mir in 3 Stunden geht. Also es ist völlig unplanbar. Ich breche immer noch. Ich bin immer noch super empfindlich. Ich habe immer noch viele Schmerzen. Aber es ist deutlich besser als noch vor 2 Wochen. Weil vor 2 Wochen habe ich ungefähr, ich sag mal, im Schnitt 35 Mal am Tag gebrochen. Und das ist besser geworden. Dann eine Frage von Papa Wickelt, dem Oliver. Liebe Grüße an dich an der Stelle. Wirst du schon im Krankenhaus mit Stoff wickeln? Die Frage habe ich aber, glaube ich, auch irgendwo gesehen. Da hat jemand gefragt, ob wir überhaupt das zweite Kind auch mit Stoff wickeln möchten. Das zweite Kind wird mit Stoff gewickelt. Und nein, wir werden es im Krankenhaus nicht machen, weil ich gar nicht im Krankenhaus sein werde. spoilere ich jetzt mal nicht zu viel, weil da kommen noch ein paar andere Fragen. Genau. Da komme ich an einer anderen Stelle nochmal drauf zu sprechen. Dann fragt jemand, habt ihr euch schon Namen für das Baby überlegt und wisst ihr schon, was es wird? Nein, wir wissen noch nicht, was es wird. Ich bin jetzt, was ist denn heute? Heute ist Freitag. Ich bin heute genau in der 15. Schwangerschaftswoche und wir wissen noch nicht, was es wird. Wir haben unseren ersten 3D-Screening-Termin am 22. Januar. Ich weiß gerade nicht, wie weit ich da bin. Ich glaube, das ist aber der erste frühe Zeitpunkt, wo man überhaupt Möglichkeiten hat, das Geschlecht zu sehen, sage ich jetzt mal. Wir wissen sie jedenfalls noch nicht. Bezüglich Namen, habt ihr schon Namen fürs Baby überlegt? Wir haben uns schon ganz, ganz viele Namen überlegt, ja. Aber wir wissen ja auch noch nicht, was das ist. Dann fragt die Yasi, ich glaube, ich werde das jetzt gar nicht machen, jedes Mal den Namen sagen, wer was fragt. Es fragt jemand, wie geht es dir in der Schwangerschaft? Bisher nicht gut. Muss ich leider so sagen, bisher geht es mir nicht gut. Fragt jemand, verrätst du Geschlecht und Namen? Also das Geschlecht, wenn wir es denn wirklich hundertprozentig wissen, was ja nicht beim ersten möglichen Screening der Fall ist, man sollte ja immer noch eine gewisse Zeit lang warten, bis das auch noch ein zweites Mal bestätigt wurde, vielleicht auch ein drittes Mal, sonst hat man da vielleicht eine Überraschung. Geschlecht auf jeden Fall, Namen denke ich erst am Entbindung, nach Entbindung. Weil ich finde, so ein bisschen Überraschung kann sein. Ich finde, Geschlecht ist immer so eine Sache, das ist super spannend. Aber auf den Namen, finde ich, kann man warten bis... ich weiß gerade gar nicht, ob ich den Namen... Nee, Julies Namen habe ich sofort bei meinem ersten Schwangerschaftsupdate. Ich glaube, in der, keine Ahnung, 25. Woche, das war auch super spät, habe ich da schon direkt bekannt gegeben. Das habe ich direkt schon gesagt. Also ist das was anderes. Diesmal werden wir den Namen nicht verraten. Hier ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Was ist mit den Ed Sheeran-Konzerten? Kannst du diese überhaupt wahrnehmen? Das ist nämlich gut. Entbindungstermin ist ausgezählt, war auch eine Frage von jemandem, ist der 7.7., also 7. Juli. Und ein Ed Sheeran-Konzert ist im Juni und eins im August. wir versuchen es. Wir sind da auch in der Planung, dass im Juni das möglich gemacht wird. Da gibt es Möglichkeiten. Zum Beispiel mit einem Rollstuhl in einem gesonderten Bereich. Das muss man aber vorher gut planen und nachfragen und anmelden und Attest vom Arzt und sowas. Das wollen wir auf jeden Fall versuchen, weil ich bin ja nicht schwer krank, ne? Also auch, sag ich jetzt mal, wenn die Venen da losgehen sollten, wird keine Sturzgeburt. Vermute ich jetzt mal. Wenn man davon ausgehen würde, dürfte man, glaube ich, nirgendwo mehr hingehen. Nirgendwo mehr hingehen. Also, deswegen...
Ist jetzt auch kein Heavy-Metal-Hard-Rock-Konzert oder so, wo ich jetzt abgehe wie Schmitz' Katze. Das ist ein Ed Sheeran-Konzert, das ist alles ganz gediegen und ganz ruhig. August, da ist das Baby dann um und bei 4 Wochen alt. Das kommt ganz drauf an, wie das alles so läuft. Das halten wir uns noch offen. Ansonsten kann ich meine Konzertkarte ja auch irgendwie weiterverkaufen und Dale geht irgendwie vielleicht mit Freund oder Freundin, mal gucken. Oder man nimmt das Baby mit und hat im Hotel jemanden, der aufpasst. Da kommt es dann wieder drauf an, wie läuft das mit dem Stillen. Läuft das gut, läuft das nicht gut, kann ich abpumpen. Das sind alles Sachen, die kann ich euch wahrscheinlich erst kurz vorher beantworten. Aber ich bin erstmal so eingestellt, es ist bestimmt einiges möglich. Das muss man sich vorher irgendwie gut überlegen und gucken, ob das planbar ist. Wenn es nicht planbar ist, ist es immer noch nur ein Konzert. Dann ist das so. Dann fragt jemand, kriegt das Baby ein eigenes Zimmer? Monty, nimmst du mal bitte dein Gerät aus dem Bild. Wir gucken Kinder zu. Nimm es weg. Ob das Baby ein eigenes Zimmer kriegt? Nein, auf keinen Fall. Ich finde es total, also ich persönlich, das ist so meine Meinung, ich finde es total sinnlos, einem Säugling ein eigenes Zimmer zu geben. Das Baby wird auf jeden Fall das erste Jahr bei uns sein. So wie es auch bei Julie war. Julie hat, als ich dann umgezogen bin, nur ein eigenes Zimmer gekriegt, weil da war sie dann schon fast ein Jahr alt und das Kinderzimmer war verfügbar. Und von daher, das Neugeborene wird kein eigenes Zimmer bekommen. Das wird bei uns im Zimmer wohnen. Und bis das Baby ein Jahr alt ist, schauen wir mal, wo uns die Zeit so hinbringt, wo wir dann sind. Bin auch der Meinung, dass so ein kleines Kind kein eigenes Zimmer braucht, es sei denn, wir hätten jetzt ein Haus und wir hätten irgendwie 1000 Zimmer, irgendwie, keine Ahnung. Aber ich bin irgendwie so eher der Verfechter, die können ein Zimmer teilen, wenn es groß genug ist. Ansonsten gucken, wo es uns hinbringt, was wir da zur Verfügung haben an Zimmern, das weiß ich jetzt noch nicht, aber hier wird es auf jeden Fall nicht so sein. Dann fragt jemand, bekommt ihr eventuell Zwillinge, weil dir die Schwangerschaft körperlich so sehr doll zu, Punkt, 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 mehr sehe ich leider nicht. Zusetzt, meint sie vielleicht. Bisher bekommen wir keine Zwillinge. Ich habe anfangs auch damit gerechnet, einfach weil ich von Anfang an schon einen sehr, sehr großen Bauch hatte, was aber in der zweiten Schwangerschaft oder in Folgeschwangerschaften, sage ich jetzt mal, absolut normal ist und passieren kann. Aber ob man jetzt Zwillinge hat oder nicht, hat nichts damit zu tun, ob man jetzt zum Beispiel eine Hyperemesis hat, weil das einfach ein Hormonding ist. Und das hatte ich bei Julie auch, da war es auch nur ein Baby. Aber bisher ist es nur eins. Wer weiß, ob man noch ein zweites findet. Ist ja alles möglich heutzutage, was man manchmal so liest, wann da noch ein zweites irgendwie gefunden wurde, so im Hinterstübchen, hinter dem anderen Baby. So, oh, da ist noch ein zweites. Wir haben darüber nachgedacht. Wenn es so ist, ist es so. Wenn nicht, dann halt nicht. Dann fragt jemand, war euer kleiner Wurm jetzt schon geplant? Mach dir keinen Stress und erhol dich gut. Danke dafür. Ja, tatsächlich, unser Baby ist geplant gewesen, genauso wie Julie damals geplant war. Das meint jetzt für einige wahrscheinlich irgendwie so ein Schock zu sein, weil viele sagen so, oh, ihr seid ja noch gar nicht so lange zusammen. Ich finde, das ist ein sehr dummer Satz. Weil, was heißt das? Man ist jetzt noch nicht so lange zusammen. Was ist denn lange? Wer sagt, was ist lange? Wir sind jetzt etwas über ein Jahr zusammen. Das ist jetzt nicht die Welt, aber darum geht es auch nicht. Wann ist denn der perfekte Zeitpunkt, ein Kind zu bekommen oder ein Kind zu zeugen? Wenn man den sucht, kann das passieren, dass man kinderlos stirbt. Dann fragt jemand, hat Ava dazu beigetragen? Ava ist ein Fruchtbarkeitstracker, den ich mal vorgestellt habe. Hab aber auch sehr deutlich gesagt, dass man das Armband auch benutzen kann, wenn man keinen Kinderwunsch hat, sondern einfach um seinen Zyklus zu tracken. Ich habe beides parallel gemacht und ja, Ava hat da sehr viel zu beigetragen. Dann fragt eine Zuschauerin, die ich im Urlaub in Fuerteventura getroffen habe, da fragt sie, ging es dir in Fuerteventura so schlecht, auch wegen der Schwangerschaft? Ausschließlich wegen der Schwangerschaft. Die Magen-Darm-Geschichte war einfach nur eine Ausrede, weil ich einfach noch viel zu früh in der Schwangerschaft war und einfach gefühlt im Sterben gelegen habe. Die habe ich auch erzählt, dass ich Magen-Darm habe, weil ich das halt noch nicht öffentlich machen wollte. Also ja, das war einfach die Schwangerschaft. Beziehungsweise nicht die Schwangerschaft, sondern die damit verbundene Hyperemesis, die mich einfach permanent hat brechen lassen. Wie weit bist du? Heute genau 15. Quatsch. Heute ist Freitag. 14 plus 0. 14 plus 0. 14 plus 0, genau, heute ist Freitag. Dann fragt jemand, in wievielten Übungszyklus bist du schwanger geworden? Im ersten, genauso wie bei Julie. Also irgendwie, damit habe ich kein Problem. Das scheint bei mir zu fluppen. Das funktioniert ganz gut. Das, was danach kommt, ist eher so,
Na? So. Das ist der errechnete Geburtstermin. Bisher ist das der 7.7.2019. Also ein Sommerbaby. Buhu, ich habe heute von deiner Schwangerschaft erfahren. Darf ich fragen, wieso es so spät öffentlich gemacht wurde? War gar nicht so spät, weil ich sag mal, für viele ist das normal oder ein guter Zeitpunkt, das nach der 12. Schwangerschaftswoche zu machen. Einfach weil man da in den vierten Monat kommt und da über diese kritische Zeit hinweg ist, wo das Baby halt prozentual gesehen noch leichter abgehen kann. Dass man da einfach seine Sicherheit hat, dass man einfach eine größere Sicherheit hat, dass die Schwangerschaft wirklich bestehen bleibt. Deswegen nach der 12. Woche. Ich habe es öffentlich gemacht in der 13. oder 14. Deswegen war das gar nicht so spät. Aber davon abgesehen, da hatte auch die Hyperemesis ihren Teil zu beigetragen, weil ich habe mir halt einfach vorgenommen, wenn ich die Schwangerschaft öffentlich mache, möchte ich zumindest ein ganz kleines bisschen Besserung von dieser Schwangerschaftskrankheit haben. Einfach weil, sobald man sowas öffentlich macht, nicht nur die Leute auch erwarten, sondern die Leute einfach auch Fragen haben, die möchten dann auch was sehen. Nicht nur ihr als Zuschauer, sondern ich möchte ja auch darüber berichten. Und es ist einfach sehr, sehr frustrierend, wenn man dann, sag ich jetzt mal, die Bombe platzen lässt. Die Zuschauer sind super happy für einen. Man selber ist super happy, wenn man das jetzt gerade erzählt hat. Und dann ist man aber so fertig und so krank, sag ich jetzt mal, dass man gar nicht die Kraft hat, darüber so wirklich zu reden. Oder zu filmen oder zu posten, weil man einfach nur du, ich und die Toilette und das Bett und dazwischen wird gelaufen. Ihr wisst schon so, was ich meine. Das ist halt auch frustrierend, das macht einen halt auch traurig. Deswegen habe ich damit ein bisschen mehr gewartet, bis es mir zumindest ein kleines bisschen besser ging. Ich hatte eigentlich gedacht, dass das sehr viel schnell besser wird, weil ich da so eine Phase von 3, 4 Tagen hatte, wo es mir eigentlich fast schon gut ging. Aber danach wieder komplett einen Einbruch hatte und ich habe eigentlich erwartet, dass ich dann mit YouTube wieder so voll einsteigen kann. Dem war aber nicht so, was jetzt natürlich kein Beinbruch ist, aber ich versuche jetzt zumindest so stückchenweise irgendwie für euch irgendwas abzudrehen. Mir macht das ja auch Spaß, nur manchmal kann ich es halt einfach nicht. Dann fragt jemand, habt ihr beide ein Wunschgeschlecht? Klar, natürlich an erster Stelle immer hier gesund und pipapo. Würden wir uns das auch suchen könnten, würden wir uns einen Jungen wünschen. Wenn es noch ein Mädchen ist, ist auch schön, aber wir würden uns einen Jungen wünschen. Dann fragt jemand, war der Bauch bei dir schnell zu sehen? Als ich schwanger wurde, oder als wo ich wusste, dass ich schwanger war, war der innerhalb von 24 Stunden zu sehen. Ja, das kommt dann halt drauf an, wie weit du warst. Also ich. Ne? Bei mir war es jetzt sehr, sehr früh, einfach weil wir geplant haben. Da war noch kein Bauch da, aber ehrlich gesagt, als es dann anfing mit dem Bauch, was ungefähr in der 9. Woche war. Ab dann ging es super schnell. Ihr habt mein Weihnachtsvideo gesehen, wo ich die Schwangerschaft verkündet habe. Da habe ich einen für die Zeit schon recht großen Bauch, möchte ich von mir behaupten, weil ich bin jetzt schon so dick wie bei Julie im 9. Monat. Ich fühle mich schon extrem schwanger, also von der Dicke halt einfach so, ne? Von daher, ja, das war schon relativ flott zu sehen, fand ich, und ging auch sehr, sehr schnell. Dann fragt jemand, wie hat Julie reagiert? Gelassen und ziemlich trocken und total cool, wie sie halt nun mal ist. Ich habe sie ja halt zwischendurch halt schon mal so gefragt, wie ist denn so, willst du, dass wir ein Baby haben? Und sie so, ja, Babys sind süß. Ich so, okay, was möchtest du denn haben, Bruder oder eine Schwester? Und sie sagt immer, sie möchte einen Bruder haben. Und das Kuriose war, das gehört jetzt nicht zu der Frage hier, aber als ich im Übungszyklus war und eine kurze Zeit später und noch nicht positiv getestet hatte, kam Julie morgens zu mir und sagte so ganz trocken und küsste so meinen Bauch und sagt, Mama, da ist ein Baby drin. Da ist ein Baby drin. Einen Tag später sagt sie, Mama, da sind zwei Babys drin. Okay, 2 Tage später habe ich positiv getestet. Ich sage, okay, Julie, mein kleines Orakel. Als dann der Bauch so gewachsen ist, sagte ich so, ey, wenn die jetzt noch recht hat, dass das wirklich Zwillinge sind, ne? Da gehe ich mit der zum Fernsehen. Was ist hier los? Also, sie hat sehr, sehr cool reagiert und jetzt sagt sie auch immer so: Ach, und das Baby und so und spricht auch davon. Und sie ist ja total begeistert, dass sie große Schwester wird. Sie ist ja sau cool jetzt gerade, ne? Also, sie wird große Schwester. Da ist sie total stolz drauf, ne? Also, es gab jetzt keinen Verkündungsmoment, so: Tata, Julie, du wirst große Schwester. Die Mama hat ein Baby im Bauch. Ich habe ihr das, wir haben das einfach so gesagt, haben einfach mal gesagt: So, hier, pass auf, da ist ein Baby im Bauch, ne?
hat gesagt, oh, aber sie war halt sehr unbeeindruckt, weil sie hat mir das ja schon vorher gesagt. Also sie wusste das ja eigentlich vor mir. Deswegen war das so nach dem Motto, ja, ich weiß, auch schon gemerkt. Also sie ist sehr in Love mit meinem Bauch, aber sie war halt nicht so, wow, da ist ein Baby drin. Sie hat mir das verkündet, dass ich schwanger bin. Also ihr wisst, was ich meine, ne? Wann wusstet ihr, dass es der richtige Zeitpunkt ist für ein gemeinsames Baby? Ich habe gerade schon kurz angeschnitten. Ich bin der Meinung, dass es diesen einen Zeitpunkt, von dem immer alle sprechen, dass es den gar nicht so wirklich gibt. Was uns wichtig ist, wir sind glücklich miteinander, wir lieben einander, wir sind verlobt, wir möchten heiraten. Wir haben dementsprechend auch bereits unsere Entscheidung gemacht, dass wir für den Rest unseres Lebens zusammenbleiben möchten. Zumindest möchten wir es gerne versuchen. Ob das so klappt, wird die Zukunft zeigen, weil das kann ja niemand so vorausbestimmen. Wir streben das jedenfalls an. Und es hat sich dann einfach so entschieden. Es hat sich dann einfach so entschieden, einfach wenn man so rechnet, wie alt wäre Julie denn, wenn wir jetzt in der Zeit ungefähr ein Kind zeugen würden. Wie alt sind wir dann? Das sind halt so Sachen, wo wir halt einfach gedacht haben, warum denn jetzt nicht? Wäre es jetzt eine Zeit lang später gewesen, wäre das jetzt auch nicht schlimm gewesen. Wenn es früher gewesen wäre, wahrscheinlich auch nicht. Weil, wer mich kennt, Stress bei mir im Leben ist immer. Bei mir ist nie Ruhe. Bei mir ist immer alles irgendwie im Wandel. Ich kann mich davon aber auch nicht retten. Ich versuche das immer ganz verzweifelt. Hier, Vorsätze 2019, stressfreieres Leben, das nehme ich mir jedes Jahr an Silvester vor. Und ich scheitere jedes Jahr kläglich. Weil ich einfach vom Stress und einem anstrengenden Leben verfolgt bin. Das ist einfach so. Von daher habe ich das schon aufgegeben, darauf zu warten, dass irgendwann mal so eine ruhige Phase kommt, wo bei mir nichts los ist, wo man sagen könnte, auch jetzt so ein Kind in die Welt setzen, das wäre doch entspannt. Schon alleine mit meiner Hyperemesis wird das wahrscheinlich niemals im Leben passieren. Deswegen habe ich das über Bord geworfen und hat auch Dell so gesagt, ich glaube, diesen einen Zeitpunkt, von dem alle sprechen, den sich alle so wunderschön bunt ausmalen, kann voll sein, dass es den bei euch im Leben gibt. Da freue ich mich ganz, ganz doll für euch. Aber ich glaube, in meinem Leben existiert der nicht. Wenn ich so auf mein Leben zurückblicke, denke ich so, ich glaube, auf den warte ich ewig. Und dann haben wir halt einfach entschieden, dass der Zeitpunkt jetzt gekommen ist und dass wir es jetzt versuchen. Und wir wollten da jetzt nichts erzwingen, sage ich jetzt mal. Oder inwieweit man so eine Kinderplanung jetzt beschreiben möchte. Wir hatten noch ein paar Monate Zeit, sagen wir mal so. Dann fragt jemand, wieso jetzt doch ein Baby? Dachte ihr wolltet warten? Ja, ich gehöre halt zu den YouTubern, die nicht alles von Anfang an öffentlich machen, weil so ein bisschen Privatsphäre auf YouTube auch ist. Und dann sagt man halt, nee, wir möchten gerne ein zweites Kind, aber wir möchten halt gerne noch warten, weil was soll man denn sonst sagen, wenn man dann sagt, nee, wir möchten kein Kind und dann ist man doch schwanger, dann stehen halt auch alle so da, hä, ihr wolltet doch kein Kind. Es besteht einfach darin, dass wir uns den Zeitraum, sag ich jetzt mal, selbst aussuchen und zu gewisser Zeit einfach noch nicht öffentlich darüber sprechen, wie wir uns denn jetzt entscheiden. Weil sobald man das bejaht, geht es natürlich auch auf YouTube los und auf Instagram los und per E-Mail los. Bist du denn schon schwanger? Bist du denn schon schwanger? Bist du denn schon schwanger? Also irgendwie siehst du heute in dem Video so ein bisschen dick aus. Kann das sein, dass du schwanger bist? Es geht einem tierisch auf den Sack, vor allem wenn man noch gar nicht plant, schwanger zu werden und vor allem, wenn man nicht schwanger ist, das geht einem noch mehr auf den Sack. Also ich kann das nur so reflektieren, als ich gerade öffentlich gemacht habe, dass ich mit Dale zusammen war, wurde ich mit Fragen überhäuft, wie das denn mit heiraten und mit einem zweiten Kind aussieht. Da habe ich gerade öffentlich gemacht, dass ich gerade frisch in einer neuen Beziehung bin. Wisst ihr, was ich meine? Du, der da jetzt gerade, oder die da vielleicht gerade sitzt und zukommt, sagt dann vielleicht so, ah ja, dass das die Leute so fragen, aber ich schwöre euch, nackend in der Hand, es gucken so viele junge Leute und auch so viele anders denkende Menschen, sag ich jetzt mal, auch YouTube-Videos und die schreiben oft Sachen, ohne zu denken. Und leider sind das oft ganz, ganz schön viele und diese Nachrichten erreichen mich in die Stressen ein. Deswegen seid den Influencern da nicht böse, wenn die auch mal sagen, nee, wir wollen vielleicht noch mit dem Baby warten und dann tada, sind sie doch schwanger und man fragt sich so, warum lügen die uns dann an? Ich würde es nicht mal als Lügen sehen, sondern einfach um Wahrung der Privatsphäre. Und dann Überraschung, habt ihr vielleicht doch eine Schwangerschaft, die ihr mitverfolgen könnt. Das ist doch was Schönes. Dann fragt noch jemand, wie hast du davon erfahren? Und wünsche auf jeden Fall eine schöne Kugelzeit. Vielen Dank dafür. Ich habe ganz spektakulär durch einen Schwangerschaftstest davon erfahren. Ja, das ist auch schon die ganze Antwort. Dann fragt noch jemand,
War die Hyperemesis bei Julie auch so schlimm? Alles Gute für euch. Dankeschön. Und ja, die Hyperemesis war bei Julie auch so schlimm. Sie ist jetzt, von, ich sag mal, von der Brecherei und allem, ist sie nicht ausgeprägt. Der Unterschied ist einfach nur, dass das Leben ein komplett anderes ist, weil ich jetzt einfach Mutter von einem Kleinkind bin und mich nicht so ausruhen kann, wie ich es in meiner ersten Schwangerschaft konnte. Da habe ich ein Beschäftigungsverbot bekommen, weil ich im Wohnheim gearbeitet habe. Und konnte mich, sage ich jetzt mal so, mich auf meine Brecherei völligstens konzentrieren, mich voll darauf ausruhen und mir die Ruhe gönnen, die ich in dem Moment brauchte. Das ist hier jetzt nicht möglich und das reizt natürlich noch mehr aus. Das stresst einen und Stress äußert sich dann in noch mehr Brechen, in noch mehr Übelkeit und noch mehr Übelkeit und noch mehr Brechen, in noch mehr Müdigkeit und das ist ein Teufelskreis. Demnach kommt mir das jetzt natürlich alles viel, viel, viel schlimmer vor, aber ich glaube, die Hyperemesis an sich ist es nicht. Es ist halt einfach nur der Lebensumstand, dass ich mich nicht so ausruhen kann wie in meiner ersten Schwangerschaft. Genau. Dann fragt jemand, liebst du es, schwanger zu sein? Nein. Ich bin da traurig drüber, dass ich das so sage. Meine erste Schwangerschaft, ich hatte sehr, sehr wenige Momente, wo ich die Schwangerschaft wirklich an sich genossen habe. Einfach schon wegen der Hyperemesis und wegen vielen gesundheitlichen Problemen. Ich wäre gerne so eine Frau, eine Schwangere, die einfach wo die ganzen schönen Seiten einer Schwangerschaft überwiegen. Natürlich ist es schön, ich meine, da wächst mein Baby in meinem Bauch. Vor allem, wenn ich weiß, dass mein Baby gesund ist. Also jetzt, jetzt mal ganz davon ab, ne? Also so wie ich auch hier sage, wie schlecht es mir geht. Nach oben, es geht immer schlimmer. Es geht immer viel schlimmer. Es gibt Leute, die haben jeden Tag Angst um ihr Baby, ne? Auf Holz klopfen, das ist bei mir nicht so. Mir geht es dennoch körperlich sehr, sehr schlecht und das schlägt auch sehr auf die Psyche. Und jetzt bei der ersten Schwangerschaft war das halt so, dann habe ich das so hingenommen. Jetzt bei der zweiten dachte ich so, ach, bei der ersten war das halt so, das muss ja bei der zweiten nicht so sein. Und prompt fing das wieder an. Sollte es jemals eine dritte Schwangerschaft geben, werde ich vor der Angst haben, weil ich jetzt schon zwei Hyperemesis hatte oder noch darin bin, bei Julie übrigens bis zum 5. Monat. Völlig ins Hardcore. Davor hat man Angst. Ich habe davor Angst auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass das bei dieser Schwangerschaft so ist, dass wenn diese Hyperemesis vorbei ist, die leider auch wirklich bis zum Ende der Schwangerschaft andauern kann, wenn man Pech hat, dass ich dann danach anfangen kann, meine Schwangerschaft zu genießen, dass ich dann ein bisschen fitter werde, dass ich mich ein bisschen vitaler und gesünder fühle. Ich fühle mich einfach nur krank. Ich fühle mich unglaublich krank. Ich fühle mich ungebraucht. Ich fühle mich wie einen nassen Lappen, der auch noch obendrein richtig krass stinkt, so in die Ecke geschmissen. So fühle ich mich. Das ist jetzt echt, ja, dementsprechend liebst du es, schwanger zu sein. Ich liebe so die Berührung vom Baby und sowas. Alles sind alles so schöne Momente in der Schwangerschaft. Aber ich würde mich gerne auch in dieser Schwangerschaftslove verlieren können. Ich hätte gerne den Atem dazu, ich hätte gerne den körperlichen Zustand dazu. Aber in meiner ersten Schwangerschaft war mir das nicht vergönnt und ich bete sehr dafür, dass ich noch wenigstens einen Teil dieser Schwangerschaft wirklich ausgiebig genießen kann, weil ich denke, das hat sich jede Mama verdient, weil wir gehen ja körperlich da durch eine harte Zeit halt auch wenn eine Schwangerschaft wunderschön ist. Eine Schwangerschaft ist hart, ist kein Spaziergang. Wünsche ich mir, dass ich das mal so durchmachen kann, dass ich am Ende der Schwangerschaft sagen kann, ich liebe es, schwanger zu sein. Das wünsche ich mir, ja. Nächste Frage. Werdet ihr zweisprachig erziehen oder wie läuft das generell? Generell läuft das so, wie ihr als Eltern das entscheidet. So läuft das generell. Aber ja, wir werden zweisprachig erziehen. Heißt, bilingual spricht, ich spreche nur Deutsch und Dave spricht nur Englisch. Zu Hause sprechen wir sowieso nur Englisch. Das ist einfach so. Wir sprechen nur Englisch. Also ich spreche mit Dale halt nur Englisch. Es ist jetzt nicht so, dass ich mit Dale und Julie nur Deutsch spreche und Dale nur Englisch spricht. Ich spreche mit Dale ausschließlich Englisch. Mit Julie spreche ich Deutsch und Dale spricht mit Julie auch Englisch. Ist das Baby geboren, werde ich mit dem Baby Deutsch sprechen und Dale wird mit dem Baby Englisch sprechen, damit halt beide Sprachen zu 100% Muttersprache sind und das Baby beide Sprachen, ja, gleichermaßen erlernt. Fragt jemand, seit wann weißt du, dass du schwanger bist? Seit, wenn mich nicht alles täuscht, ist es seit dem 15. September. Ja, ich meine 15. September, das werdet ihr noch ganz genau erfahren, wenn ihr mein Kinderwunsch-Tagebuch sehen werdet, wenn das denn online ist. Da habe ich jeden Tag gefilmt.
Ich meine, es war der 15. September, ja. Dann fragt jemand, arbeitest du noch? Ich bin ja selbstständig in der Kindertagespflege. Ich bin Tagesmutter. Ich habe hier zu Hause meine eigene Kindertagespflege und ich mache YouTube. Das sind beides meine Jobs. In meiner Kindertagespflege habe ich zeitweise immer mal wieder gearbeitet. Ich bin aber dann zwischendurch immer wieder krankgeschrieben worden. Bin jetzt gerade auch krankgeschrieben, weil ich einfach gerade nicht in der Lage bin, diese Arbeit auszuführen. Arbeite aber trotzdem, weil ich sitze hier zum Beispiel gerade und drehe ein Video für euch. Das ist auch Arbeit, weil damit verdiene ich auch Geld. Von daher arbeite ich schon noch. Also ich bin ja auch nicht arbeitslos oder so. Einerseits bin ich krankgeschrieben. YouTube kann ich aber machen, weil ich mir das so einteilen kann und kräftemäßig, wie ich das möchte. Hier kann ich jetzt auch mal kurz darauf zu sprechen kommen. Ganz, ganz, ganz viele Leute haben gefragt, wie es weiter jetzt geht mit meiner Tagespflege und dann noch, sind dann noch in die Tiefe gegangen. Da kann ich jetzt gerade noch keine Antworten zu geben, weil das noch offen ist. Das weiß ich alles selbst noch nicht. Aber wenn da die Sachen entschieden sind, Sachen, die ich auch selbst noch gar nicht entschieden habe, werde ich euch davon erzählen. Also ich mache da jetzt kein Riesengeheimnis drum, aber ich rede nicht über Sachen, die nicht in trockenen Tüchern sind, die noch nicht entschieden sind. Und ich bin auch kein Mensch, der jetzt irgendwie so, das ist die Option, das ist die Option, das ist die Option. Ne? Das mache ich nicht öffentlich. Ich sage euch Bescheid oder ich informiere euch, wenn da was raus ist. Von daher kann ich da jetzt zu meiner Tagespflege gerade gar nichts zu sagen. Ich bin einfach noch, das kann ich euch sagen, ich bin bis Januar erstmal noch krankgeschrieben. Das kommt halt dann darauf an, ob ich noch weiter krankgeschrieben werde, wie es mir geht. Und das weiß man ja jetzt noch nicht. Das wird man sehen. Wenn es mir nicht gut geht, arbeite ich da halt nicht. Und wenn es mir gut geht, arbeite ich weiter. So, ne? Dann fragt jemand, wie hast du es Dale erzählt? Da will ich noch nicht zu viel spoilern und noch nicht zu viel sagen, weil auch das habe ich gefilmt. Ich habe Dales Live-Reaktionen gefilmt. Ich habe ihn nämlich ziemlich verarscht. Das war ganz witzig. Also ich fand das witzig. Das ist ein ziemlich langes Video geworden. Das muss ich mal gucken, ob ich das nochmal kürzen muss. Ich habe es jedenfalls schon fertig geschnitten und da zeige ich euch, wie ich ihm das quasi verklickere, dass wir ein Kind bekommen. Das ist ganz witzig, deswegen kann ich jetzt hier nicht zu viel erzählen, aber es ist witzig. Dann fragt jemand, was glaubst du, was es wird? Ist dir grundsätzlich egal, Hauptsache gesund. Da hast du recht. Und das Ding war, in meiner ersten Schwangerschaft war der Wunsch nach einem Jungen. Und ich habe mich auch nach einem Jungen gefühlt. Zum Beispiel, weil ich voll powermäßig krasse schwarze Haare auf meinem Bauch plötzlich hatte. Also diese, wie heißt denn diese Linie? Ich vergesse das immer. Voll die power schwarzen Haare. Dachte ich mir so, das kann nur männliches Hormon sein. Ich bekomme bestimmt einen Jungen. Ich habe auch immer von Jungs geträumt und Leute haben gesagt, hey, ich habe geträumt, du kriegst einen Jungen. Für mich war klar, ich kriege einen Jungen. Bam, haben wir ein Mädchen gekriegt. Und genauso ist es jetzt wieder. Schwarze Haare auf dem Bauch. Richtig sexy, sag euch das. Dale träumt permanent, dass wir einen Jungen kriegen. Julie erzählt mir seit Anfang an, dass da ein Junge drin ist. Und ich träume auch, dass da ein Junge drin ist. Aber ich weiß, dass das alles nichts sagt. Also ich bin mit meinen Gefühlen da scheinbar nicht so gut drin. Deswegen, vor allem, in meiner Familie sind eher Mädchen total im Überfluss und auf Dales Seite sind total Jungs im Überfluss. Das heißt, es ist so gerade 50-50. Alles ist möglich. Von daher habe ich da nicht wirklich so ein Gefühl. Also ich verlasse mich nicht auf mein Gefühl. Meine Träume sagen mir alle, das ist ein Junge. Mein Umfeld sagt mir, das ist ein Junge. Aber das sagt nichts. Von daher habe ich irgendwie gar kein Gefühl. Dann schreibt auch jemand, Hochzeit vor oder nach der Geburt. PS, du hast echt gefehlt die letzten Wochen. Ansonsten, ciao. Vielen lieben Dank, das berührt mich total, wenn ihr mir unter meine Bilder und Videos postet, dass ihr mich vermisst habt. Das finde ich voll süß. Ich habe schon einige Mal da gesessen und dann sind mir die Tränen gekommen, weil ich einfach dachte, es wurde bemerkt, dass ich nicht mehr da bin. Es wurde bemerkt, dass es mir nicht gut geht. Ist das schön. Frage, Hochzeit ist im November 2019 und Baby ist ausgezählt für Juli 2019. Das heißt, Hochzeit kommt nach der Entbindung. Dann fragt jemand, spürst du das Baby schon? Nee, leider noch nicht. Ich habe recherchiert, es ist wohl möglich, dass man bei der zweiten Schwangerschaft das Kind viel, viel früher fühlt. und habe dann natürlich auch verstärkt darauf geachtet, weil ich bin da total spitz drauf, weil ich weiß ja jetzt, wie sich das anfühlt und warte da natürlich total gespannt drauf. Ich denke, das ist so ein ganz großer Meilenstein für die Mama, wenn die anfängt, den kleinen Wurm da zu spüren. Deswegen bin ich da auch sehr hellhörig und sofort, wenn, sag ich mal, irgendein Pups durch meinen Körper wandert, denke ich immer sofort so,
Das war bestimmt das Baby. Ah, nee, nee, doch nicht. Nee, ah, nee, war doch nicht das Baby. War doch nicht das Baby. Dann fragt jemand, wird das Baby auch zensiert? Julie ist zensiert, weil ihr Papa das gerne so möchte, weil der sich spontan umentschieden hat, als wir uns getrennt haben. Von mir aus hätte Julie gezeigt werden können. Ich habe mit Dale darüber gesprochen. Er wird das Baby gerne zeigen. Ich habe da auch kein Problem mit. Wobei ich sagen muss, ich bin gerade bei Neugeborenen nicht so ein Fan von draufhalten. Also ich gucke mir natürlich unglaublich gerne Neugeborene an, ne? Also wenn da YouTuber ihre Babys filmen, dann bin ich da auch so und würde am liebsten den Bildschirm direkt ablecken, weil ich vor Süßheit fast am Sterben bin. Aber ich kann jetzt gerade noch nicht sagen, ob ich so der Typ bin, der jetzt wirklich so volle Lotz immer ins Gesicht filmt. Wisst ihr, was ich meine? Aber wenn man mal so durchs Bild geht und sowas alles oder vielleicht mal das Lachen zeigt oder so, denke ich schon, dass wir das zeigen. Aber letztendlich wird sich das wirklich erst entscheiden, wenn das Baby da ist, wenn die Feelings da sind, was sich ja dann prompt absolut auch mal komplett ändern kann, dass man sagt, ich zeige mein Kind jetzt noch nicht, das ist mir noch zu klein. Ich will das noch beschützen, so nach dem Motto. Von daher. Verzeihung, dass ich hier die ganze Zeit aufstoßen muss, aber ich habe mega Sodbrennen. Aber mein Gott, ich sehe auch aus wie Frau Flodder. Kann ich mir auch anhören wie Frau Flodder, oder? Dann fragt jemand, möchtest du wieder einen Kaiserschnitt? Möchten nicht. Der kann natürlich immer passieren. Aber es wird diesmal kein Wunsch-Kaiserschnitt, wenn alles so läuft, wie wir es möchten. Da werde ich aber noch in einem anderen Video drauf zu sprechen kommen. Was ich jetzt eben noch mal kurz machen möchte oder einfach machen werde, weil ich ja noch kein Schwangerschaftsupdate gedreht habe, ist, ich werde euch meinen Bauch zeigen. Ich habe jetzt kein Maßband und so ein Gespiele, aber ich kann euch meinen Bauch auf jeden Fall zeigen, wie der jetzt gerade in der 15. Woche aussieht, weil er heute Freitag ist. Kann ich das hier zumindest schon mal festhalten, weil ja kein Schwangerschaftsupdate bisher da ist. Deswegen mache ich das jetzt mal stellvertretend hier. So, wie ihr seht, seht ihr mich nicht, nämlich nur meinen Körper. Ich habe das Gefühl, der ist ein bisschen kleiner geworden im Vergleich zum letzten Mal, aber wie ihr seht, ich habe schon hier doch wieder ein bisschen was zugelegt. Ich habe ja durch die Hyperemesis 10 Kilo abgenommen. Und habe mich jetzt nicht gewogen. Ich habe auf jeden Fall wieder was drauf. Das merke ich an meinen Hosen. Das ist übrigens meine neue Schwangerschaftshose, weil die aus Julies Schwangerschaft in der Größe S von H&M passt schon nicht mehr. Die passte auch schon vor 3 Wochen nicht mehr. Diese hier habe ich mir vor 2 Wochen dann neu gekauft. Das ist eine M. Oder ich glaube sogar eine L. Weil ich dachte mir, was soll ich mir jetzt eine M kaufen, damit ich mir in 1,5 Monaten eine L kaufen kann. Rausgeschmissenes Geld. Deswegen habe ich mir jetzt direkt eine L gekauft. Ja, und die ist ja so schön stretchig, dass ich die jetzt auch schon gut tragen kann. So sieht der Bauch von der Seite aus. Okay, ich bin nicht wie bei Julie im 9. Monat, aber fast. Bei Julie war der dann doch halt schon abgesenkt und dementsprechend auch ein bisschen weiter. Ich hatte bei Julie im 9. Monat 98 cm, was ja echt klein ist. Und was ich aber auch merke, ist, dass mein Bauchnabel schon gut nach vorne kommt. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Hier. Hier, mein Bauchschnabel. Entschuldigung, ich sag immer Bauchschnabel. Seht ihr das? Hier, diese, sag mal, Erbse. Die war mal, ich habe eigentlich voll den tiefen Bauchnabel und jetzt ist hier nur noch so eine Nase. Ich weiß auch nicht. Hat der auch gesagt, oh, warum sieht denn der Bauchnabel so komisch aus? Ich so, weil ich fett bin. Weil ich fett bin. Nee, aber ist ja ein süßer kleiner Bauch, ne? Mit schwarzen Haaren. Ne? Also. Hier geht's. Ihr habt mein Weihnachtsvideo wahrscheinlich gesehen. Da habe ich eine richtige Kugel. Kommt immer auf die Tagesform an und auch, ob morgens und ob es abends ist, wie viel ich gegessen habe und so was alles. Also es ist tagesformabhängig. So, genau. Hier sind ganz, ganz viele Fragen, die sich einfach wiederholen. Ganz viele Leute schreiben mir einfach auch in dieser Fragenfunktion, dass sie mir einfach nur ganz, ganz viel Glück wünschen und dass sie sich freuen, dass ich wieder da bin und alles Gute und Dankeschön euch dafür. Das lese ich jetzt hier natürlich jetzt nicht im Q&A-Video vor, aber ich lese das alles. Dankeschön für diese ganzen herzlich geliebten Glückwünsche, die ihr uns allen zusendet. Und einige Fragen habe ich ausgelassen, weil es einfach Fragen sind, die ich jetzt gerade noch überhaupt gar nicht beantworten kann. Und bevor ich da jetzt die Pferde scheu mache, sage ich die gar nicht im Video. Aber genau, jemand fragt auch, ob ich noch mit Dell zusammen bin. Ja, bin ich noch. Noch. Ne? Man weiß ja nie, nein, Scherz. Genau. Ich glaube, insofern habe ich jetzt alles so an Fragen beantwortet und hoffe, dass euch das Video gefallen hat und mein unglaubliches Setup.
hat euch genauso berührt wie mich. Nämlich gar nicht. Und es ist mega spät abends. Na, eigentlich ist es gar nicht so spät abends. Es ist mega spät. 21:45. Ich war schon um 8 Uhr halb am Pennen auf dem Sofa, weil ich einfach super platt bin und im Moment keinen Tagesrhythmus habe. Wenn ich heute Nacht wieder um 3 Uhr auf der Matte stehe, dann weiß ich, was ich mache. Dann werde ich nämlich dieses Video hier schneiden. Genau. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid gestillt mit euren Fragen, die sich bisher jetzt zum Anfang ergeben haben. Vielleicht mache ich nochmal ein zweites. Mal gucken. Je nachdem, wie sich alles so verändert. Und ansonsten lasse ich euch nicht. Ich werde euch updaten, sobald es Updates gibt. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!